Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Der liebe Ultrakiller und ich, wir sind wieder in unseren Fleischwürsten unterwegs, in der Lyon, und haben uns entschlossen, und ich habe für ihn mit entschlossen, dass wir nach Zeo fahren. Er braucht noch ein bisschen, bis er ins Spiel kommt. Noch sehe ich nicht. Ah doch, du dampfst ja schon. Alles gut. Ich bin doch schon weg. Ich bin schon in C. Bevor du beschlossen hast, dass wir nach C fahren, bin ich schon in C. Bis am Käppen, ne? Genau. Was hast du für eine hässliche Tarnung drauf? Eine normale. Sie ist ja aus dem Streifenhörnchen. Ich hab die durch. Was soll ich hier so eine gute Franzmann-Tarnung drauf machen? Wer weiß, was das Lust hier ist. Erzähl. Direkt vorne an deinem Kapitänshäuschen hast du ein sowas von blaues Rettungsboot stehen. Ja, das passt voll da rein, ne? Blau, rot, weiß. Das Dach ist weiß. Ich glaube, man erkennt dich aus dem Weltall. Voll Tiger gestreift und dann so ein hellblaues Boot vorne dran stehen. Mach doch noch direkt so einen Pfeil dran mit, hier ist der Munitionsbunker. Das wäre ja gelogen, der müsste eigentlich weiter hinten sein. Ah, müsste. Ich gehe mal von aus, an dem Dingen, wo die Franzosenfahne hängt. Da drunter müsste irgendwo der Munitionsbunker sein, oder? Normalerweise sind die ja unter den Kanonen, ne? Weil man die ja aus dem Bunker nach oben per Handkurbel gekurbelt hat. Ja, Flaschenzucht, das war's. Jetzt ist die Frage, gab es das Schiff eigentlich wirklich so, wie es jetzt hier mitfährt? Ich weiß es nicht. Was, mit so einem hässlichen blauen Boot? Bestimmt nicht. Genau, das war rot. So, erste Salve ist raus auf die Allergie. Warum bist du noch da unten? Ich denke, wir fahren noch C. Ich bin ja so schnell wie möglich unterwegs. Und 1900 habe ich auf die Allergie gemacht. Oh, dann hast du ja gerade nicht die Zitadelle verpasst. Nein, 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 das war jemand anders. Ganz auch nichts. Und die HSF Harikaze möchte die Gnevni nicht plätten. Vielleicht magern. Vielleicht kann er nicht. Vielleicht ist es so ein verkackter Pazifik. So, nächste Salve wird HE, dass ich erstmal was anzünde. 950 auf die Gnevni. Und hier ist noch eine Z23, super. Okay, HSF Harikaze, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Gut, den hat er vorher noch nicht gesehen. Aber ehrlich gesagt, ich würde mich dann... Wir müssen uns mal zurückhalten und wir drehen wieder ab, würde ich sagen, weil sonst sind wir hier Fischfutter. Z23 hat gerade gebremst und ist unsichtbar geworden. Dreh mal ab nach rechts. Ich bin schon am Fall abdrehen. Super. Unsere Harikaze. Boah, 9300 mit HE und ein Feuerchen gemacht. Auf wen? Auf die Scharnhorst. Ach, da hinten. Oh, die kann man ja auch nochmal fahren, die Scharnhorstchen, oder? Ah, da kommen sie, verdammt. Dreh ab, habe ich gesagt. Ich bin am Abdrehen. Du, ja, ich bin schon wieder um 180 Grad gedreht. Ich weiß nicht, was du in der Zeit gemacht hast. Du bist ja ein feiger Franzmann. Du willst ja auf der Stelle. Ich habe damit gerechnet, dass mindestens ein Zerstörer Torps auf mich abschießt. So, die Richelieu brennt auch. Ich muss jetzt auch mal HE schießen. Tja, die Harikaze ist es selber schuld. Die ist da hochgefahren und dann wurde sie eingezingelt. Ich habe heute wieder ein geiles Deutsch. Wie viel Bier habe ich schon? Oder auch nur eingezingelt, weil er da geparkt hat hinter der Insel. Wie viel Bier hast du schon? Ich kann's los dich jetzt. Wir wurden eingezingelt. Also ich habe 6 Treffer und schon 7033 Punkte. So, ich habe jetzt nochmal auf die Scharnhorst geschossen mit HE. Hoffe, dass ich ihm nochmal ein bisschen Schaden mache. Und er brennt wieder. Das war genau das, was ich wollte. Ich habe gerade die Zitadelle gefressen. Alles schießt auf mich, weil unsere Leute entweder tot sind oder alle bei A. Die schaffen es. Ach komm.
Hat sowieso kein Zip bei den Lappen. Ach, was war das denn? Ich dachte, ich hätte jetzt AP geladen. Das war wohl nix. Volltreffer und ein Turm. Dann hätte ich nämlich lieber auf die Richelieu geschossen. Hätte ich die auch noch angezündet. Also ich habe die Richelieu jetzt schon dreimal mit HE getroffen und sie brennt immer noch nicht. Die hat von beim ersten Mal gebrannt. Oh, das ist ja eine Bandson, die unsere Mähen beschießt. Jo, schon wieder eine Zitadelle gefressen. Immer noch kein Feuer, aber schon wieder 7 Treffer. So, wir nehmen jetzt noch B ein in aller Ruhe. Dann sieht das nämlich ganz gut aus für uns. Dann können wir Punkte aufholen. Für mich sieht es gar nicht gut aus. Gib Vollgummi hier. Warte, ich bremse ein bisschen ab. Ich fahre nur noch halbe Kraft. Ja, ich habe hier 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben am Hacken und ich kriege hier eine Zitadelle nach dem anderen. Torpedos auf Steuerbord. Ach ja, ich habe die Richelieu schon 5 Volltreffer und habe immer noch keinen Brand. Torpedos auf Steuerbord. Ich glaube, die haben ein HE feucht gemacht. Du hast auch ja, feuchtes HE. Ich habe noch 15 Punkte, also nächster Treffer bin ich tot. Na toll. Dann kann ich auch wieder Gas geben. Ich brenne. Ja, 2 Volltreffer auf die Cleveland. 1500 Punkte. 6650 habe ich dir gerade gedrückt. Super, ich habe gerade repariert. Problem gelöst. Also 27 HE-Treffer, kein Feuer, ne? Aber dafür nur 26.000 Punkte. Ich bin bei 60.000. Ja, überleg dir doch mal, wenn ich 27 Treffer habe und 26.000 Punkte. Ist für den Arsch. Aber richtig. So, Cleveland nochmal 7.000 verpasst. Jetzt wird er langsam, der will nicht getroffen werden, verstehe ich auch. Sag mal, die hocken ja immer noch alle in A. Ja, was soll das? Boah, jetzt habe ich gefressen. Boah, jetzt schießen die 7 halt auf dich. Das gibt's nicht, ne? Was denn? Hocken immer noch alle nach? Ja klar! Jetzt hauen sie sogar noch weiter nach hinten ab. Ja. Kommt doch überleben. Gewinnen ist nicht so wichtig. Bin ich geplatzt. Sauerei. Dort nehme ich aber trotzdem weiter auf und das wird auch den tollen Namen kriegen. Alles hockt in A. Also ich weiß es nicht, was das jetzt wieder soll. Das war ein todsicheres Spiel. Wären die jetzt nach vorne gerückt, hätten B verteidigt. B, nicht A. Was wollen die A? Dann hätten wir das todsicher gewonnen, aber so. Ja, vor allem, guck dir doch mal an, von den 10 Schiffen, die noch da waren, sind 7 hinter mir her gewesen. Ja, nee, also... Also hatten Biester mit 3 zu tun, maximalstens. So, was haben wir da? Richelieu, melden,
Stört mein Spiel. Colorado melden, der spielt sogar schlecht. Die Gneisenau spielt auch schlecht. Atago spielt schlecht. Fidschi spielt schlecht. So, jetzt haben wir sie alle, die noch am Leben sind, gemeldet. Was soll die Kacke? Hatte ich vorhin auch einen in der Runde. Ich bin mit der Kagero gefahren und hatte die ersten 3 Kills. Ich bin nachher Dritter geworden mit irgendwas um die 90.000 Punkte. Der mit der größten Klappe, der den Kraken freigelassen hat, ne, ist Viertletzter geworden. Mhm. Überleg dir das mal. Du kriegst den Kraken und bist Viertletzter. Ja, ja. Dann weißt du genau, was der gemacht hat. Der hat immer nur gewartet, bis nur noch ein bisschen was da ist. Was für Spacken. Ja. So. Die Fidschi hat sich hier hinten eingenebelt und macht nichts. Ah doch, jetzt schießt er Torps. Das ist bestimmt ein Distanztorper. Ach, so wie der letztens mit der Schimmer. Ja, ja. Langstreckenzerstörer war er, ja. Ja, genau. Und das würden auch Langtorps sein, die aber jetzt schon daneben gehen. Das sieht man jetzt schon. Vielleicht hat er auf was dahinter geschossen. So, jetzt geht sein Nebel weg. Jetzt kommt er sowieso in die Bedrohung. Jetzt ist er nämlich sichtbar. Und da kommt die Z-23. Die er nicht getroffen hat. Auf 4,5 Kilometer mit 12 Mumpeln. Jetzt hat er auch noch Glück und der Zerstörer fällt in einer seiner Torps rein. Und der hat ihn gekillt. War die Atago. Die Richelieu fährt nach vorne. Pass auf, die fährt bestimmt gleich noch in die zweiten Torps von der Atago rein. Ach nee, die kriegt schon Torps von vorne. Ja, zeigt den 2 Schlachtschiffen volle Breitseite. Würde ich auch so machen. Ganz tolle Idee. Das war der mit den meisten Kills aus dem Spiel bei uns. So, hier, der fährt rückwärts. Warum auch vorwärts fahren mit dem Schlachtschiff? Vor allem, wenn seitlich die Gegner stehen. Mann, Mann, Mann. Im Moment bin ich sowieso nur total aufgeregt. Da könnte ich jetzt sowieso nur noch motzen über die. Wie sieht's denn aus? Ja, also, keine Angst, wir haben gleich verloren. 506 zu 859. Und die haben 2 Caps und wir 1. Jetzt haben sie nur Glück, dass die wirklich noch die Gegner nach vorne drücken. Und die haben jetzt schon 3 Kills haben sie jetzt gemacht. Ne? Aber hätten die Gegner sich jetzt zurückgehalten, wären hinten geblieben, hätten sie ohne Probleme gewonnen. Dann wären sie jetzt wahrscheinlich schon durch. Also hocken sie immer noch alle in A. Ja klar, nur die Colorado, die fährt weit außen rum, da doch ja nichts an sie drankommt. So, die Gneisenau hat schon 2 Kills gemacht, weil die alle schon angeballert waren ohne Ende. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Das Gefecht endet in 5 Minuten. Jetzt haben sie wirklich noch Glück, dass das gegnerische Team killen will.
wie hat der denn geschossen? Der will jetzt noch da die Fleischwurst wegtorpen, denke ich. Die Secondary fing an zu arbeiten von der Gneisenau. So, die Torps dürften vorbeigehen, oder? Trifft einer? Einer, ne? Ja. Jetzt fangen sie an zu fighten. Die Colorado, das langsamste Schiff, ist jetzt zum anderen Cap-Punkt gefahren, ne? Ey, soll man das jetzt noch gewinnen? Ja, das ist nicht mehr. Steht jetzt 819 zu 847. Na gut, jetzt ist die Gneisen aus dem Cap-Kreis raus. Jetzt will die Gneisen noch zurück in den Cap-Kreis. Vorhin kommt die Fiji. Warum? Noch 50 Sekunden. Ne, kommen wir wohl dann nicht mehr dran. Müssten wir noch was killen. Die Cleveland wird sich ganz weit zurückgezogen haben. Ah, da ist er doch. Dann wird es bei der Colorado jetzt nochmal spannend. Ne, verlieren wir. Letzten 5 Sekunden und wenn kein Kill gemacht wird, dann war es das. Hm, toll, wir sind gerade mal irgendwo im Mittelfeld, weißt du? Zu gut. Ja.
Also, das Video wird schön hochgeladen, damit ihr auch mal seht, wie sich so ein tolles Spiel entwickeln kann. Hätten die vorher ein bisschen mitgedrückt oder geholfen oder wären nach B gefahren und hätten verteidigt, dann wäre alles gut gewesen. Aber so, naja. Zum Kotzen. Und wenn du mal guckst, dass 4 von uns überlebt haben und von den Gegnern nur 2. Ein 8er und 3-2er, super. So, dann sage ich mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und wieder bis zur nächsten Runde. Bis dann. Tschüss.